Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Das Halbfinale im Abstiegskampf für die SE Sonnenhof Groß-Asbach. So hatte es zumindest der Interimscoach Markus Lang unter der Woche wiedergegeben. Er ist der Nachfolger von Florian Schnorrenberg, der unter der Woche in Groß-Asbach entlassen wurde. Der Gegner heute, der FSV Zwickau in Grau, und die Gastgeber von Beginn an sehr, sehr offensiv unterwegs, wollten die Vorgaben ihres Trainers umsetzen. 12. Spielminute, Makana Baku kriegt die Kugel, legt den Turbo ein und trifft zum 1:0 für die Gastgeber. Sehr, sehr stark gemacht beim 4. Saisontor von Makana Baku, kriegt den Ball von Timo Röttger und lässt dann Nico Antonic stehen. Am Ende schiebt er sehr überlegt ein mit dem Außenriss. Nichts zu sehen von Joe Endocks Zwickauern. Die sind ja seit dem letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet, aber spielten heute in der ersten halben Stunde so gut wie gar nicht mit. Dann aber die 33. Minute. Der erste ernstzunehmende Vorstoß. Ronny König, und schon ist er drin. Das 1:1 für den Gast aus Sachsen. Allerdings mit freundlicher Mithilfe der Groß-Asbacher Abwehr achten sie auf die Nummer 25, Kai Gehring, im Duell mit Ronny König. Jetzt orientiert er sich weg und dann ist die Bahn frei für König. Nur eine Minute später, der andere Strafraum. Timo Röttger gefoult von Brian Gohl. Der kommt zu spät und dann wirft er dem Röttger eine Schwalbe vor. Das war es aber mal auf gar keinen Fall. Die Chance für Dominik Pelivan und die erneute Führung für Groß-Asbach, 35. Minute. Sehr überlegt, eingeschoben von Pelivan, bringt es in der falschen Ecke. Joe Ennox bekam dann eine Ermahnung vom Unparteiischen, weil auch er in Richtung Röttger eine Schwalbe simuliert hatte. Röttger revanchierte sich zuerst verbal in Richtung Ennox und dann kurz vor der Halbzeitpause auf seine ganz eigene Art und Weise. Baku, und da ist Röttger! 3:1, Groß-Asbach, 45. Minute. Das 9. Saisontor für den Weißbiergott, wie sie ihn hier nennen, in Groß-Asbach, weil Makana Baku wieder den Turbo einlegt und mit Glück dann die Vorlage gibt für Röttger. In der Halbzeit nochmal kurzes Gespräch zwischen Röttger und Ennox, hatten sich die beiden aber auch schon wieder ganz lieb. In der zweiten Halbzeit die Zwickauer um einiges besser im Spiel. 58. Minute, Toni Wachsmuth, der Kapitän und Innenverteidiger, mit dem Anschlusstreffer. Er beendet seine aktive Karriere, wird Sportdirektor beim FSV Zwickau und hat als Innenverteidiger hier sein, Achtung, 10. Saisontor erzielt. 71. Minute, Makana Baku unterwegs und Wachsmuth auf der anderen Seite, diesmal mit der Hand am Ball, und das gab Strafstoß für die Gastgeber. Wieder das Duell Dominik Pelivan gegen Johannes Brinkis und wieder gewinnt Pelivan. 4:2, Groß-Asbach. Großer Jubel bei Markus Lang und seinem Assistenten Johannes Kukutrigas. Und natürlich auch bei den Groß-Asbacher Fans, die ihre Mannschaft heute richtig toll nach vorne trieben. 4:2 also, aber einen hatten sie noch. 78. Minute, da wurde der Deckel drauf gemacht. Und zwar richtig fein. Achtung, Fitztum, wunderbar, Bösel. Und da ist Timo Röttger zum Zweiten. 5:2, der Endstand in Groß-Asbach. Die ganz feine Klinge hier von Michael Fitztum, dann die tolle Übersicht von Sebastian Bösel, und am Ende ist es der Röttger. Wir haben uns was zurechtgelegt, einen Plan für heute, und die Mannschaft, die hat es leidenschaftlich umgesetzt und sie war mutig und sie hat sich auch durch die Rückschläge nicht beirren lassen. Sie ist weiter, hat den Plan verfolgt und hat sich für den Riesenaufwand, den sie heute betrieben hat, einfach auch mal mit Tore belohnt. Groß-Asbach hat jetzt alles wieder selbst in der Hand. Ein Sieg am letzten Spieltag in Köln und sie sind gerettet.